Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute meine Sommer-Must-Haves bzw. Favoriten aus dem DM für euch und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Wie auch die Jahre zuvor habe ich mir ein paar Sommer-Essentials rausgesucht, allerdings diesmal darauf geachtet, dass sie alle bei DM erhältlich sind, sodass wirklich jeder sehr leicht an sie rankommt. Und als eine der allerersten Sachen habe ich etwas, was ich euch auch letztens in einem Video von mir gezeigt habe. Und zwar ist es dieses Wasserspray hier von Balea. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass dieses Spray in sehr vielen Favoriten, Tops und Flops, Sommer-Must-Haves von mir in den letzten Jahren vorgekommen ist. Einfach weil ich ein riesen Fan davon bin. Zusammengefasst ist das einfach nur Wasser in so einer Sprühdose, in so einem kleinen Zerstäuber, dass man sich ins Gesicht und auf den Körper sprühen kann und es ist einfach so ein richtig schön erfrischendes Gefühl, das man danach hat. Gibt es von vielen verschiedenen Marken, allerdings ist das von Balea mit Abstand das billigste und im Endeffekt ist es nur Wasser. Also ob ihr euch jetzt ein 2 oder 5, 6, 7, 8 Euro Wasser ins Gesicht sprühen möchtet, ist euch überlassen. Das ist auf jeden Fall mein Favorit. Ich glaube, ich habe mein absolutes Lieblingsduschgel für diesen Sommer gefunden. Und zwar ist das dieses hier von Fahr. Das ist auch schon mein Backup, nachdem ich die erste Flasche schon fast leer gemacht habe. Und zwar ist es dieses Wassermelonen- und Ylang-Ylang-Duft. Es heißt Fiji Dreams und wer mich länger verfolgt, weiß, dass Fiji auch mein allerliebster Essie-Nagellack ist. Also allein diese Parallele macht es zu meinem absoluten Traumduschgel. Es riecht einfach so angenehm. Ich liebe diesen Duft. Ich könnte täglich 5-mal duschen, einfach nur, um daran zu riechen und danach zu riechen. Das ist, fürchte ich leider, eine Limited Edition. Ich hoffe, dass es im Sortiment bleibt. Falls nicht, muss ich mir davon einige Backups kaufen, bevor es rausgeht. Im Sommer auf jeden Fall wichtig ist immer einschmieren, einschmieren, einschmieren mit Sonnencreme. Und da habe ich mir diese Sportvariante hier rausgesucht. Die ist super praktisch, verwende ich jetzt auch schon seit Jahren. Einfach weil es so einen durchsichtigen Film gibt und man nicht immer dieses weiße, milchige Zeug auf der Haut kleben hat. Zieht super schnell ein und das ist jetzt Sonnenschutzfaktor 30. Ist außerdem extra wasserfest und schweißresistent. Und für nach der Sonne gibt es auch das After Sun von Sundance. Und das ist auch wieder so ein transparentes Après-Spray, was ich sehr angenehm finde, weil ich mag das nicht, wenn etwas lange braucht, um in meine Haut einzuziehen. Dementsprechend finde ich das sehr, sehr cool und die beiden in Kombination habe ich jetzt auch regelmäßig mit, wenn ich am See liege. Vor allem das hier ist super klein und praktisch, das habe ich eigentlich fast immer in der Handtasche mit dabei, auch wenn ich jetzt nicht großartig mich sonnen gehe. Einfach alles für eure Haut deutlich gesünder ist, euch regelmäßig einzuschmieren. Auch im Gesicht, unter Make-up, ganz, ganz wichtig. Für diejenigen unter euch, die vielleicht noch etwas länger warten müssen, bis sie ans Meer kommen oder vielleicht dieses Jahr gar nicht ans Meer fahren, habe ich eine super Sache, falls ihr es wie ich liebt, so beachy Waves zu haben. Und zwar ist es dieses Sea Salt Spray von Langhaarmädchen. Das mattiert die Haare ein bisschen und lässt sie ein bisschen griffiger werden und man kann einfach so ein bisschen so einen zerstrubbelten Look damit gestalten. Sieht vor allem gut aus, wenn man sich leichte Locken macht und es dann hineinsprüht und so ein bisschen zerwuschelt. Dann sieht es wirklich aus, als wärt ihr gerade vom Meer gekommen. Es trocknet die Haare ein kleines bisschen aus, also jeden Tag sollte man das vielleicht nicht machen. Aber wenn man ab und zu einfach so ein bisschen was anderes haben möchte, dann ist es das auf jeden Fall allemal wert. Da ich euch schon den Sonnenschutz für den gesamten Körper gezeigt habe, muss ich euch auch darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, eure Lippen vor der Sonne zu schützen und sie zu pflegen. Und zwar mache ich das ganz gerne mit diesem Lippenbalsam hier. Das ist der Sonnenlippenpflegestift von Alverde mit Lichtschutzfaktor 20, denn gerade die Lippen sind sehr, sehr anfällig. Auch wenn sie keinen direkten Sonnenbrand bekommen, zumindest hätte ich noch nie einen Sonnenbrand auf den Lippen gesehen, aber die Haut ist so zart und so angreifbar, dass es einfach wichtig ist, ihnen genug Feuchtigkeit zu spenden und das am besten auch gleich mit Lichtschutzfaktor, deswegen kann ich nur empfehlen. Sommerzeit heißt leider auch Moskitozeit und da ich zu den Personen gehöre, deren Blut anscheinend somit am süßesten ist, werde ich leider sehr, sehr häufig gestochen. In einer Gruppe von so 10 Menschen bin ich die Person, die so zu 99,9% gestochen wird. Und deswegen habe ich ganz gerne Insektenschutzmittel dabei. Dieses hier ist von der DM Eigenmarke und schützt bis zu 8 Stunden vor Mücken und 4 Stunden vor Zecken. Außerdem hat es einen Lichtschutzfaktor von 25, was ich auch sehr praktisch finde, wenn das schon gleich inkludiert ist in das Ganze und man sich nicht mit
5 verschiedenen Sachen eincremen muss. Und das schützt mich hoffentlich diesen Sommer vor jeglichen Stichen, Bissen etc. Als allerletzte Sache habe ich dann noch etwas, was für diejenigen unter euch vielleicht was ist, die wie ich zu schwitzigen Füßen neigen, beziehungsweise viele billige Plastikschuhe haben, denn ich glaube, das ist eher das Hauptproblem an der ganzen Sache, wodurch die Schuhe zu riechen anfangen, weil sie aus billigem Material gemacht sind. Und zwar habe ich da Schuhdeo für mich entdeckt. Das ist von Balea. Das ist gegen Geruchsbildung und sorgt für eine hygienische Frische für Schuhe und Füße. Das sprüht man ganz einfach in die Schuhe hinein. Und ja, das ist einfach so ein ganz neutraler Geruch, der so ein bisschen den Schweißgeruch von Füßen und Schuhen verringern soll. Und wenn man jetzt im Sommer zum Beispiel den ganzen Tag unterwegs ist und dann auf einer Feier und sich die Schuhe ausziehen muss, kann das sehr schnell unangenehm werden. Deswegen ist es immer ganz gut, sowas dabei zu haben oder generell zu besitzen. Das war's auch schon mit meinen persönlichen Must-Haves für den Sommer. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was eure Must-Haves sind. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und dann war es das auch schon mit diesem Video für heute. Es würde mich natürlich sehr freuen, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Ihr findet jetzt außerdem hier seitlich 2 meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Außerdem würde ich euch raten, die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu aktivieren, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!